Mama, der Papa war am Damen-WC. Ahmed! Ja, na und? Die Herrentoilette war besetzt. Es ist ja mein Geschäft. Ich kann mir aussuchen, auf welche Toilette ich gehe. Oder? Mama, ich hab Hunger. Papa macht eine Pizza. Ich will keine Pizza mehr. Jeden Tag eine Pizza. Du wirst essen, was ich dir gebe. Ich hasse Pizza. Scheiß Geschäft. Deine Tochter. Chef, wissen Sie, was heute für Tag ist? Heute, 1. Juli 1997. 1. Juli 1997. Na komm schon, du Trottel. Ich bin gleich ab. Restaurant Ulla, die ist in der Linie, ja? Ja, gerne. Ruhe doch, du kleines Biest! Bitte, bestellen Sie. Ja, bitte, ich brauche 23 Margarita und 6 Tiramisu. Und 6 Tiramisu? Ja, alles zum Mitnehmen. 20, 30 Minuten. Danke, auf Wiederhören. Ja, heute ist unser Tag. 23 Margaritas und 6 Tiramisu. Mach ein Gebet. Gibt's was, Chef? Ja. Für dich habe ich was. Du möchtest verdienen Geld? Ja. Wir brauchen Parmaschinken. 1 Kilo. Du gehst kaufen, du verdienst 45 Schilling. 45 ist besser als nichts, hä? 1 Kilo. Danke. Ciao. Blöder Tschusch. Was? Was? Es ist ja mein Geschäft. Ich werde dem Idioten nicht immer Prozente zahlen. Wo war ich denn heute? Ich mache mir Pizza selbst. Käse. Nein, Ahmed, du nimmst immer zu viel, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Ja, das ist wahr, das ist EU, alles teurer. Chef, wo ist Suave? Meine Dame hat noch bestellt ein Nachtessen Suave. Die blöde Suave-Tante will immer das, was wir nicht haben. Und immer dann, wenn wir viel zu tun haben. Bring ihr den Riesling. Gib mir mehr Käse. Ich brauche jetzt mehr Käse. Sag ihr nicht, dass das kein Sorbe ist. Okay? Wisst ihr was? Heute wird Hongkong von den Chinesen übernommen. Gnädige Frau. Erlauben Sie mir, es Ihnen sofort zu sagen. Ich bin begeistert von Ihrer Geschichte. Wir würden sie gerne veröffentlichen. Alle diese Figuren, die sind so echt, so wirklich dreidimensional. Alles ruhig. Wir wurden um 1.997 Schillinge betrogen. Wenn ich den Idioten erwische. Ein Winlix gefasst. Was, Chef?
Es gibt noch ein kleines Problem. Wir müssen aufpassen, dass die Personen nicht in Wirklichkeit existieren, da ansonsten Klage erhoben werden könnte. Madame, unterschreiben Sie bitte. Ja. Das wird der Bestseller des Jahres, das verspreche ich Ihnen. Dieser Araber, der ein italienisches Restaurant führt, und dann diese kleine Tochter mit dem Klavierspiel. Sie sind eine Königin des Wortes.
Ich schwöre dir ab jetzt keine Tricks mehr. Komm schon her, der Herr Gottwald, zu nachtschlafener Zeit. Ja, Victoria, ich schwöre dir, sie hat mir nichts weiter hinterlassen als ein läppisches Poesiealbum mit den üblichen dämlichen Sprüchen drin. Also. So, jetzt gehen wir zu den Dahlien. Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden wegen dir. Ja, mir kommen die Tränen. Ah, Anthurium, sehr schön. Auch 50 Stück, gell? Du, ich habe mir extra eine Palme gekauft für die Terrasse. Victoria, bitte. Komm, ich mache Kürbissuppe mit Schrimps, ja? Und danach gibt's Kalbschen und einen wirklich exzellenten, schönen 98er Tignanello. Ist das okay für dich? Gehen Sie, tauschen Sie ihm den Wedel gegen eine Krasula, Herr Müller, bitte, ja? Bitte was? Das ist ein Kaktus. Braucht man nicht gießen.